Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video hier beim Invert Master. Leute, nachdem wir auch einen Formel 1 Manager jetzt endlich am Start haben, wo wir uns auch richtig drauf freuen können, gibt es natürlich auch für F1 22 quasi was Neues. Und ja, es gibt ein sehr ausführliches Video, wo die Physik, das Handling so ein bisschen erklärt wird. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich denke mal, wir werden uns das auch nicht komplett angucken, sondern immer mal wieder so Teile ein bisschen rausskippen. Und ich würde sagen, wir gucken uns den Anfang einfach mal an und schauen, was so abgeht. Let's go! Welcome to the first of three F1 22 deep dive videos. My name is James Brallant, Social and Creator Manager on F1 22. Guck mal. And over the next three videos, we're going to be getting aus. An insight on some of the changes that are making their way to F1 22. Releasing on July 1st Cockpit Ansicht ist ja krass. Das sieht nice aus. This first deep dive video is all about warte, nicht so schnell, nicht so schnell. Moment, warte, ich mach mal Cam wieder rein hier. Wir sind hier bei Moment. Also guck mal, erstmal die Qualität der Handschuhe. Ich meine, gut, wenn du pausierst, sieht das nicht mehr ganz so gut aus, aber Leute, es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Und wo wollte ich darauf einsteigen? Da. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich meine, es ist F1 Live und sowas, ne? Home und sowas. Supercars, dies und das, ne? Aber hier sind ja nun offensichtlich mehrere Kollegen am Start. Es wird ja immer noch so ein bisschen gemunkelt, wenn man eine Open Lobby macht, ob man denn in so einer Walle sitzt und man kann sich das alles einrichten. Wenn das so ist, Leute, ich werde rein cashen. Ich sag's dir, wie es ist. Aber das ist ja erstmal das Hauptmenü selber und es sieht erfrischend aus. Ich meine, gut, die ganzen Spiegelungen und sowas, weiß nicht, ob das unbedingt sein müsste, sag ich mal, aber auch, oh, es sieht gut aus. First deep dive video is all about physics and gut, ey, mal nicht so schnell, Kollege. Ich meine, gut, das ist ja Pirelli Hot Labs, so nennt sich das Ganze. Okay, Time Trial ist klar, Grand Prix ist geil. Finde ich fast sogar noch ein bisschen schöner, sag ich mal. Sonst war das ja immer hier rechts so die Klötze, sag ich mal. Sieht fast noch ein bisschen besser aus. Wir machen mal eben eine Sekunde zurück. Mal eben so, dass wir es genau sehen. Auch die Art und Weise, wie sie es wieder gemacht haben, ne? Es ist schön. Es ist nichts Besonderes in dem Physics Sinne, aber es ist schön. Ja, das ist klar. Vor allem Pirelli Hot Labs, dafür haben die locker Geld bezahlt, oder? So, wir haben natürlich die normale F1, wir haben die F2 wieder. Passt aber auch so vom Bild, ne? Einfach gefühlt andersrum. Ich meine, klar, es sind unterschiedliche Strecken, aber oh Mann, diese Autos, ne? Ich feiere das so. So, und hier haben wir jetzt auch den, ja, was heißt offiziellen Rennkalender, ne? Ich meine, man wusste es vorher auch schon, aber so werden wir auch halt eben dementsprechend fahren. Es sieht einfach gut aus. Ich meine, das ist Saisonfinale, wir werden das hier da irgendwo noch dazwischen schieben, aber wir werden alle Strecken fahren und ich freue mich schon richtig drauf, ne? Es ist einfach, hier, ich meine nochmal, du denkst erstmal so, hey, was ist das denn für ein Fehler, ne? Aber Miami ist halt mit bei und oh, es wird toll, Leute, ich freue mich. Changes in the sport, whether it's new tracks, new regulations, or yes. Most importantly, new cars. Oh ja, Leute, guckt doch mal bitte diese. Oh, ach schön. So, ach der McLaren. Way of understanding how those changes. Ey, guck mal, Ricardo, guck mal, wie krass der aussah. Warte mal, wir haben jetzt 36 Sekunden. Ich muss noch mal ein Stück zurück. Ey, mal Leute, mal im Ernst. Ich meine, ich tue so, als wenn der Live. Ich gucke immer hier aus auf mein OBS-Fenster. Ne? Wie gut sieht das bitte aus? So, das finde ich auch. Also, ich meine, sie sind immer noch in diesem, ja, Tablet-Fenster, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich meine, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber, einfach ein neues Design. Finde ich schön. Hier, glaube ich, da bin ich im ersten Moment noch nicht sicher gewesen, sag ich mal, ob ich das geil finde, sag ich mal, aber doch, ich glaube schon. Ich glaube, das wird fancy, auch wenn ich das wahrscheinlich weiter nach oben links machen werde, streamerbedingt. Was auch gut ist, und das ist ja auch keine Neuheit mehr für euch, dass je nachdem, welches Auto du nimmst, in dem Falle jetzt ja McLaren, dass hier oben nochmal so die Teamfarbe nochmal so ein bisschen ist, ne? Oh, guckt euch mal die Autos an. Hinten der Heckflügel, der sieht noch ein bisschen cool, aber vielleicht, weil es einfach ungewohnt ist, weil wir so viel F1 2021 halt eben fahren, ne? Aber auch, oh, vor allem auch, das Orange kommt hier vorne gar nicht so unbedingt zur Geltung, ne? Wahrscheinlich, weil die Sonne darauf ballert. Aber auch der Asphalt, ne? Oh, wir gucken mal. Game Designer David Greco. So,
Das DRS hier ist, DRS, ES, Entschuldigung, ist auch ein bisschen anders. David, thanks for joining us. And it would be great if you could just start by giving us an overview of some of the changes that Jo, have guck been mal, wie, made to wie the die da längs 2022 pesen. cars. Auch die Wolken, ne? Habt ihr das gerade gesehen, wie detailreich das halt eben aussieht, ne? Ich meine, gut, die Zuschauer kennst du nicht wirklich, sag mal, ist auch nicht so wichtig, aber ich finde so diesen Hintergrund, gerade die Bäume hier oben, sieht deutlich besser aus. Ich meine, wenn ihr mal genau darauf geachtet habt bei F1 2021, gerade in Monza, da haben sich die Bäume im Hintergrund so richtig aufgebaut. Das sah grottenschlecht aus. Aber The major changes hier we hoffe ich, made ist es bislang start first of nicht all so. from the physics engine and the physics model. Es sieht We had deutlich to look at what the real cars flüssiger aus. were doing and the differences they made this new era of the cars and we saw that they would be Guck mal, running selbst die much Beine lower siehst du ja the so richtig, ground ne? Ich meine, ich bin nie visible. Cockpit an sich So gefahren, we knew aber we had to improve and change our es sieht suspension stark model. aus. Also we had to improve Warte mal, vielleicht on können wir, warte mal, our ich spule so collision selten model. Then vor. we had to look at the aerodynamics because the way they worked on the life Können wir ein compared to bisschen previous years doppelter is totally different. Geschwindigkeit machen? Now most of the downforce comes Wir können from ein around the bisschen engine, leiser machen. under Da, the hier sehen wir wieder was Neues. Wenn du das hier oben wieder siehst, ne, ich glaube, ich finde das wirklich nice. Auch wenn das mit Schumacher ein bisschen knapp fast wieder wird, aber. Oh, Leute, ich habe Bock zu engine. zocken, To ne? be able to recreate that. This is mainly the biggest change. Es sieht, warte mal, wir machen wieder auf normale Geschwindigkeit. Es sieht echt. Nein, warte mal, das kann. Hoch. Das kann bleiben, aber wir machen das hier auf ganz professioneller Basis. Leute, ihr seht das vielleicht einmal im Gesicht aus. Ich bin hin und Yeah, weg, so it ne? sounds like those are the cars. Wow! Ich meine, gut, Spiegelungen waren schon immer wild, ne? Hast du Spiegelungen, sieht es halt geiler aus, so ein Motto, ne? Liebe Grüße an die For Speed, so ein Motto, aber. Yeah, so it sounds Guckt euch mal bitte an, wie geil sieht das denn bitte aus? like those are the kind of the key areas that you focused on this year. So can you talk a little bit about some of the Die physics changes Regentropfen, specifically ey, that wie have been Hammer made ist das in denn? 2022? Das Safety Car, geil. Yeah, so specifically the first thing we focused on was suspension. The suspension we needed to make Auch sure oben, that guck mal, wie kräftig die Farben hier so sind, ne? Ich find das so spitze, ne? Ich finde das mega the klasse. suspension position was read perfectly because we needed to make sure that the car could ride as low as possible to the ground. So it Oh, auch is an das. improved model to Formation Lab, so what für we had YouTube-Aufnahmen, previously, ey. which Puh. also allowed us to improve the bumps. Auch das hier finde ich, ne? Ich meine, klar, es wird weiterhin nur drei Reifen logischerweise geben, aber es sieht einfach schön aus. Now it works much more like it should work in real So eine life Formation Lab, and wenn wir das players wirklich in will diesem notice, for example, Broadcast-Modus machen, hätte ich when fast gesagt. going lower to the ground, you Ist für einen will Zuschauer reach vielleicht auch sehr interessant, bumps ne? much Schumacher auf 1, was earlier, ist da los? so it will make the curb riding stiffer and more a little bit more difficult than previous years, whereas before we didn't have really this, and so this Vom was ERS-Management könnte das one ich of the sein. Nach neun major Runden schon die Hälfte weg. changes we had to do in the physics model for us to Sehr allow stark. to Oh, achieve warte what mal, hier kommt. is Oh, happening Leute. in Ey, real es wird ein 22 längeres Video cars. wahrscheinlich, ne? Aber After es nützt that, einfach nichts. Ich möchte yeah, we euch moved into mal. aerodynamics so that we now knew we could run the car as low as possible. We could then model the Die new Zuschauer kennst du. aerodynamics Ey, was to sind das für use a Aufnahmen? lot more from Ich the meine, klar, aus underbody dem and the Schnitt sieht das body immer anders aus als im of echten Spiel dann wieder, the aber. car aerodynamic wise. Boah. And after we did that, we could model the wings. We managed to model the wings much in a way that is much more realistic. Every team is Oh, paying hier a lot ruckelt to die the Aufnahme ein rear bisschen. to try to Da haben die find Bitrate wahrscheinlich ein the bisschen zu niedrig optimal eingestellt, meine lieben efficiency Freunde. because it's Da könnt ihr nochmal von mir much lernen. more difficult to find for the rear wing than what it is Ey, das sieht ganz anders for the aus, ne? front Aber wing. guck mal, wie das Therefore, this aussieht, is ey, being geil. replicated in the game as well. Macht doch mal bitte After einmal Flügel this, auf. we did the tire model. The first thing we did Boah. was to improve the physics model. We added tire drag, Ey, wie induced, stark das aussieht, which ne? basically Auch a hier vorne tire die Lippe hier, undergoing ne? some level of slip angle, it is actually created some drag Wow. because it's created.
Machen wir eine andere Perspektive nochmal. Kota. Jo. Da, die Curbs, ne? Wie kräftig. Da haben die ja auch ein bisschen was gemacht an der Strecke. Oh, Spanien. Die Kamerafahrten sind ja spitze, ne? Das ist Imola. So, und das wird dann unsere Ansicht sein. Boah, das sieht der Aston Martin aber erstmal ein bisschen komisch aus, ne? Aber ich glaube, das wird geil, Leute. Das wird geil. Die Ansicht ist für mich jetzt erstmal ein bisschen komisch. Ich habe mir das von Delphi irgendwie so ein bisschen abgeguckt, habe die Ansicht so ein bisschen höher gemacht, dass man weiter nach unten guckt. Aber die haben es ja auch so gemacht, ne? So wie sich das eigentlich auch gehört, finde ich. Damit du unten das Lenkrad noch siehst, das ist ja alles gleich. Aber auch hier, ich mache die Kamera mal kurz wieder weg, dass der Flügel halt deutlich anders aussieht, ne? Auch diese einzelnen Komponenten, wie gesagt, ne? Viel besser. 3D-Model. Ich hoffe, dass wir da auch verschiedene Farben haben werden, nicht nur grün, orange-rot sogar, sondern so ein hellgrün. Gut, das wird gleich bleiben. Hier haben sie die Bitrate auch wieder vergessen. Aber in der Ansicht will auch keiner fahren, oder? Machen wir mich mal wieder. Hallo, da bin ich wieder. Wir gucken mal, was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir den Ferrari. Na, laden Sie. Okay, oder auch nicht. Machen wir ein bisschen zurück. Vorschaubild ist ja auch nicht, aber auch die, auch, guck mal, wie detailliert das auch im Hintergrund nachher ist, ne? Boah, der Ferrari sieht gut aus. Sehr gut sogar. Oh, hier Kanada. Oh, schön. Also ich glaube, die haben da echt schon was gerissen. Ne? Also ich meine, klar, der eine oder andere wird trotzdem motzen und ich glaube, wir werden auch nicht von Bugs verschont sein. Aber es sieht schon echt gut aus. Wenn sich das auch so fährt, also wenn wir das Gefühl auf der Strecke haben, das, was ich jetzt gerade habe, boah. Auch die Ansicht so, ne? Oh, schön. Richtig schön. So, warte, was haben wir unten auch noch? Warte, eine Boxengasse hier. Ah, da hätten wir auch durchlaufen lassen können. Das wäre, glaube ich, schneller gegangen. Na? Dauert halt einen Moment hier. Ja, in der Ansicht will man da ja aber auch nicht rein. Guck mal, ist das hier Dreck an der Seite? Hier das hier? So, dass man halt wirklich sagt, so die schmutzige Fahrbahnseite. Weißt du, wie ich meine? Ja, nur eine Kleinigkeit, ne? Aber... Eieieiei. Was haben wir noch? Oh, das ist schön. Die Ansicht hier. Die ist schön. Die hätte ein bisschen länger sein können, muss ich sagen. Guck mal, was haben wir noch, wenn wir hier mal einmal so durchluschern? Gucken wir mal so in diese Richtung hier. Oh Mann, ich möchte spielen. Ich möchte spielen, Leute, ich möchte spielen. Na, das war jetzt ein bisschen viel auf mal. Aber ist egal. Was muss, das muss. Kommen Sie bitte. Oh, hier die Spiegelung hier vorne. Die, ey, mal im Ernst jetzt, ne? Ich will jetzt nichts Neues callen oder sowas, ne? Wir fahren ja sonst immer die TV-Kamera von dahinter. Aber diese Ansicht ist ja auch sehr interessant. Ich meine, dadurch, dass hier das eh transparent ist und du die fetten Reifen hier hast, das könnte sich durchsetzen. Ich meine, TV-Cam kennt ihr alle, aber... Boah. Sieht jetzt nicht schlecht aus.
Und die Facecam dann hier unten, so über den Reifen? Oh ne, das wäre nicht meins. Wobei die Ansicht wieder auch nicht so schön ist. Die eben hat mir besser gefallen, ne? Auch wenn es die gleiche ist, aber je nach Auto. Ich bin gespannt. Oh, die Autos sehen gut aus. Sie sehen sehr gut aus. Ich meine, alles Work in Progress, klar. Really, really interesting races in real life, and I think it should keep us also in the okay, game. Okay, wir haben hier auf jeden Fall gleich wohl noch mal eine Menüansicht in irgendeiner Form. Na, nun komm. Das hier finde ich ja geil, ne? Die Pit Stop Strategy. Dass man hier wirklich weiß, okay, wie sieht das aus, wenn du den so, wenn du da auf Medium gehst, wie sieht das zum Schluss aus, Medium, Hard und so weiter, wann musst du denn in die Box, so ein Motto. Ich hoffe, das wird häufiger angezeigt, ne? Ab und zu hat man das ja mal im Spiel gesehen, aber eher selten. Supercars anscheinend was anderes von der Rotation, okay. Gut, aber da werde ich, glaube ich, erstmal nichts groß ändern. Wir haben hier vorne gleich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Gut, also das ist vom Menü her gleich. Hier oben haben wir Symbole, aber auch da kommen wir, denke ich mal, zurecht. Der Aufbau ist gleich. Wobei das wahrscheinlich ziemlich heftig werden wird, weil wir Nullerflügel fahren können und bis 50 wirklich, ne? Ja gut, das ist ja soweit klar. Das wird auch gleich sein, nehme ich an. Ja. Erst natürlich quasi... Ja, okay, also die... Das ist gleich 0,8 bis 18, wie das aussieht, ne? Oh. Leute, ey, das wird eine Einstellungssache, wie blöd, ne? The wing setting at the same time, like for example, if I go plus 4. Gut, das ist klar. Doesn't mean I have to go plus 4. Auch wenn man da wahrscheinlich auch ein bisschen anders fahren muss dann. Plus 2 or plus 1 or whatever, because it changes the efficiency. This means changes the drag. Ich bin echt gespannt. Setups, das wird richtig wild werden. Auch das, kann man das genauso fahren wie vorher oder nicht? Sonst bist du immer ganz rechts, dreimal ganz links gefahren. Rear wing you put at the same time as you put in the more front wing, but you are actually shifting that balance to the rear. This is the big change in the way we do setups in 22 compared to previous years. And the other change is comes from the suspension. Oh, das sieht wieder so gut aus, ne? Doch Zuschauer haben sie auf jeden Fall auch geupgradet. Das sieht besser aus. Ich meine, ob man es braucht, ist was anderes, aber doch schon sehr stark. So, haben wir dann nochmal eine andere Ansicht irgendwie, wo wir was... F1 Inside. Guck mal, das ist ja sonst das Team-Hauptquartier, so in der MyTeam-Karriere und so weiter, ne? Allein diese Ansicht hier. Der virtuelle Showroom. Ich meine, gut, da hinten im Hintergrund, die Hütte sieht jetzt nicht so krass aus, aber auch McLaren hat so ein schönes Auto, ne? Mit dem Google-Ding hier. Das ist soweit klar. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Ey, es sieht wirklich gut aus. Da drin ist in dein Auto, wenn du denn in MyTeam da die ganzen Forschung, sag ich mal, anstrebst. Boah, sie sehen echt gut aus. Okay.
Ich wollte sagen, haben die Bitrate wieder nicht angepasst oder was? Weil wenn die da im Parc Fermé vorfahren, ist auf jeden Fall schon mal nice. Das sind einfach so, das sind diese ganzen Kleinigkeiten, die das Formel 1 Herz halt höher schlagen lassen, muss ich sagen. Ja. Jetzt ist er aber ein bisschen am Machen und am Tun. Auch die neue The Ansicht, first ne? thing I see Schön. every time there is a new game is players on the wheel, Oh ja. they start Es sieht echt. either change Es or sieht schöner put their aus. 21 settings into their force feedback before even Wollen trying wir lassen da noch mal ein the paar game as Sekunden it comes laufen? default. Oh, die I Boote, ne? want to say Das wird da so that the oft, wird default das da settings are not krachen. there just put out of nowhere. They have to Pit be Lane? adjusted Ja by gut, das kennen wir schon, dass specifically wir passend on drücken most müssen. of the wheels. Bling, I oh, too say late. the first tip is to Oh, jetzt dachte ich, learn jetzt kriegt er den the Reifen, wenn ich game richtig as it drauf, ne? turns out default. Don't make any changes. Oh, And the das sieht auch second besser one aus hier is unten. for everyone, Hier. bad players included. Don't change the setup right away before you learn the car and you learn the new tracks. So first learn the game, learn the Oh, physics, da hätten sie auch so nochmal learn the die force neue feedback Passage, die and neue learn Kurve da zeigen können, ne? Ach Mensch! car and then Muss start ich to das do nächste Mal your vorladen hier, changes, oder try was? to find more speed with custom Es ist settings schon for geil. each wheel or Haben wir hier setup. noch was? That's some good advice. Well, thank you very much for your time today, David. I know that there are Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich das Video ausklingen lassen. Leute. Es ist nicht mehr lange hin. Wir werden jeden Sonntag 100% Rennen machen. Wir werden am 3.7., auch wenn Silverstone in der echten Formel 1 gefahren wird, da werden wir auch ein 100% Rennen fahren außerhalb der Wertung. Wir werden Open Lobbys fahren, MyTeam, Fahrerkarriere. Wir werden Talks machen, wir werden das Manager-Spiel zocken mit allen drum und dran. Auch wenn er hier mal nachlädt, hier so ein Mist gerade. Es wird super geil. Ich habe es schon vorbestellt. Ich werde reingehen auf Twitch TV, InverMaster, werden wir alles sehen. Wir werden auch die Formel 2 fahren. 1. Juli geht es offiziell los. Wir sehen uns aber, denke ich mal, schon am 28. Und ich freue mich auf wirklich viele geile, tolle Fights und Rennen. Dicken Kuss, Grüße an Massive Giefer gehen raus. Und ja, wir sehen uns. Euer InvertMaster.